Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute mittelalterliche Glockengießerei von Bluebrix. Das ist die Nummer 107071. 2510 Teile für 79,95. Und wie immer bei diesen formschönen braunen Kartons. Höchstwahrscheinlich keine Baugruppen, das weiß man nie so genau. Überraschung, Überraschung, aber keine Bauanleitung. Und zwar geht ihr dahin. Bluebrix.com. Falls ihr noch nicht registriert seid, registriert euch einmalig, kostenlos. Holt euch die Bauanleitung runter, kostenlos. Das übrigens unabhängig davon, ob ihr einen Bausatz kauft oder nicht kauft. Ist das nicht toll? Und nun schauen wir mal rein, was da drin ist. So, alles ausgepackt. Diese beiden Schüsseln, das sind relativ große Plates, die kommen rechts vom PC gleich hin. Und wie immer, mehrere Tüten drin. Man sieht ja teilweise bis zu drei Tüten drauf. Waren natürlich keine Baugruppen drin. Ganz schöne Haufen Steine. Viele verschiedene. Ja. Gleich noch die Bauanleitung runterladen. Und ihr kennt das, ich baue mal munter drauf los. Und immer wenn ich der Meinung bin, jetzt gibt es was Besonderes, dann melde ich mich mal kurz zwischendurch und am Ende mit dem Fazit. So, Bauschritt 37. Aus verschiedenen Plates. Zwei dick. Das scheint wohl ein Weg zu werden. Glockengießerei. Das ist der erste Rohling einer Glocke. So, die Rohlinge, die werden teilweise aufgemauert. Dann kommt da Lehm umzu, beziehungsweise auch ein Gemisch aus Lehm und meistens Pferdemist. Wird das dann umzugemacht, dann wird das gebrannt. Und so gibt es die, das sind die sogenannten verlorenen Glocken. Da kommt nachher, da wird das dann rübergegossen. Deswegen gibt es die in verschiedenen Farben, je nachdem, welche Schicht da gerade ist. Ob da Feinlehm drüber ist oder ob das die Rohschicht ist. Und das gefällt mir bis jetzt schon mal ausgesprochen gut, dass solche kleinen Details drauf geachtet werden. Mit den verschiedenen Farben. Ja. Und an dieser Stelle erkennt man, es wird eine Glockengießerei. Ist ganz klar. Allein an den einen Nupsel erkennt man es. Bauschritt 62. Das, unschwer zu erkennen, wird ein Feuer. Das scheint kleine Einschusslöcher für Glocken zu sein. Und das Gelbe, vermute ich mal, soll glühend heiße, fließende Bronze sein. Würde zum Beispiel Sinn machen. Im Kanal fließen und dann im Loch rein. Naja, ob das so richtig ist, meine Theorie, werde ich irgendwann später sehen. Bauschritt 89, die zweite Grube ist fertig. Sehr realistisch, da ist praktisch ein, ja, so ein Trennstück-Dings, der wird dann rausgezogen und dann kann das Gussmaterial weiter fließen, da rein. Diese viereckigen Löcher hier habe ich jetzt auch identifiziert, das sind die sogenannten Windlöcher. Wenn da Messing rein, beziehungsweise Bronze reinfließt, muss ja die Luft irgendwo entweichen, die entweicht über die Windlöcher. Und hier in der Ecke ist schon mal ein Stück Werkstatt gebaut. Und so wie die Form ist und so wie bei Bauschritt 90 das, was wir da bauen sollen, da aussieht, wird das eine sehr, sehr interessante Wandkonstruktion. Bauschritt 102, in der Tat, sehr interessante Wandkonstruktion. Also, das Teil kommt dahin, hält erstmal durch nichts. Denn das Teil kommt dahin, hält immer noch durch nichts. Und jetzt kommen die hier an der Seite ran, ein da und ein an der anderen Seite. Das kriege ich aber nicht mit einer Hand hin. Und dann hält die Wand. Später kommt ja oben noch was drüber und dann kriegt das Ganze Stabilität. Aber gut aussehen tut's. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Konstruktion. Bauschritt 121, die zweite Wand, ist aus vielen sehr interessanten Bautechniken gebaut worden. Und bei 122 werden jetzt drei weitere Seitenwände gebaut. Mal sehen, ich vermute mal, so wie das da aussieht, wie diese Wand mit derselben Bautechnik. Bauschritt 179. Wir haben ein Modul gebaut. Diese Wand ist genauso gebaut worden wie die andere, die ich vorhin gezeigt habe. Bis hierhin.
inklusive da den Boden. Und ich wollte mal eben gucken, wie der da reinpasst. Und der flutscht da so rein, da habe ich ihn gleich drinnen gelassen. Hier unten unter ist eine gelbe Käseecke, wo ich überhaupt nicht wusste, wofür die wohl sein sollte. Ja, jetzt geht wohl Bluebrix auch dazu, über irgendwelche wilden Farben zu nehmen, die sie überhaben, für Stellen, wo was hinkommt. Die dient nur hier als Auflage für. Also der hätte jede Farbe hingekonnt. Kann man ja schon fast glücklich sein, dass sie nicht irgendwie pink oder so genommen haben. Ja, was ist das? Also hier ist eine Schaufel, das ist eine Mischkammer. Und wenn die heutigen Glocken, also für die verlorene Glocke, also praktisch die Form, wenn die gebaut wird, wird heutzutage ganz gerne Lehm und Rosshaar genommen. Aber im Mittelalter hat man wohl höchstwahrscheinlich, das soll wohl Lehm oder Ton sein, eins von beiden, und Stroh genommen. Rosshaar nimmt man deswegen, weil es ein bisschen feiner ist, funktioniert genauso gut. Also ist das die Mischkammer. Dann wird hier nämlich die Glocke, die grobe Form gemacht. Da wird die Bronze erhitzt und hier gegossen. Und da später die Glocke rausgenommen. Also man sieht jetzt schon, dass alles Wesentliche, was man braucht für so eine Glockengießerei, da ist. Bauschritt, ja, was ist das? 180, 182 nennen wir es mal. Nennen wir es mal umbaute Luft. Bei dem Dehnen kommt das sehr, sehr häufig vor, dass da viel, viel umbaute Luft wird. Und jetzt geht das hier anscheinend auch los. Diese eine kleine Lücke, da hätte man auch mal ein 1x1 noch reinstecken können oder hier ein 2x2 rüber. Da kommt das kommt da drüber. Das heißt, hier ist jetzt Luft drunter. Jetzt könnte man sagen, ja, was riechst du dich auf? Ist Luft drauf? Nee, wenn ich hier den drauf drücke, geht der da nämlich hoch. Das heißt, man muss dagegen drücken, um den drauf zu packen. So ein Stein kostet in der Herstellung, ich sag mal, so gut wie nichts. Man hat keine umbaute Luft, man hat aber mehr Stabilität. Und man würde sich auch ein bisschen von anderen Herstellern, die umbaute Luft verkaufen, absetzen. Nur mal so als Gedanke. Ne? Man muss ja ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und keine umbaute Luft wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Bauschritt 254. Ofen. Und den muss ich da jetzt irgendwie reinfriemeln. Drinne. Ein bisschen blöde, ich baue gerade auf, das ist Sonnabendmorgen. Und mein Zimmer geht gern Westen. Und dann habe ich um diese Uhrzeit immer ein bisschen Gegenlicht. Das ist ein bisschen doof. Aber das geht. So, damit haben wir doch eigentlich schon mal Glockengießerei fertig. Nein, noch lange nicht. Da wird die verlorene Glocke hergestellt. Hier sind die Gussgruben, da ist der Ofen. Also alles Wesentliche und Markante ist wirklich sehr, sehr gut schon dargestellt. Und ich habe noch mindestens die Hälfte vor mir. Bauschritt 295. Dieses Teil. Also bisher war immer, wenn was dark braun sein soll, stand dark braun bei. Das muss aber dark braun sein, weil das... Ich habe nur einen dark braun 8 von den Dingern. Und das Blöde ist, das sieht fast alles gleich aus, besonders wenn man hier so schlechtes Licht hat wie ich im Moment. Aber ich vermute mal, dass das schon so richtig sein soll. Und wenn nicht, es sind Holztöne, dann ist das auch egal. Kleines Update, Bauschritt 299. Das sind doch keine Windlöcher, sondern die Aufnahmen für die Pfeiler hier. Na, du flutscht da rein. Interessanterweise ist da keine Noppe drin. Das heißt, das ist so gebaut, dass man das jederzeit rausnehmen kann. Den Sinn verstehe ich nicht, aber irgendwer wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Bauschritt 322. Also das sind die Seiten, die man gerade auf dem Monitor sieht. Und ich könnte ja mal Licht anmachen, dann sieht man das besser. Oder? Nee, nicht wirklich. Man soll ohne Noppenverbindung da den Zweier hinlegen und den da so hinpeppen. Und jetzt würde man denken, wodurch hält das? Ganz einfach. Na. Geh einfach zu Bauschritt 322 und da kommen dann da Steine drüber, dass das hält. Bauschritt 330. Auf
dem Gebäude, wo praktisch die Bronze geschmolzen wird, ist das Dach drauf, ist der Schornstein drauf. Und jetzt wird dieses ganze Dach einmal als komplettes separat gebaut. Bauschritt 366. Der Dachstuhl als solches. Und jetzt werden als nächstes mit Bauschritt 367 wird angefangen, Dachflächen zu bauen. Bauschritt 336, das Dach ist drauf. Bei dieser Bautechnik, das Dach sitzt einfach nur lose drauf. Blöde ist, man hat das ganze Dach fertig und dann werden von unten 4 Steine nochmal untergedrückt, die das ganze Ding führen, aber da ist dieses Gebamsel hier mit der Glocke schon dran und das ist ein bisschen fragil. Das ist mir dabei natürlich auseinandergefallen. Das heißt, die Glocke, die habe ich dann später nochmal rangemacht. Die habe ich zweimal rangebaut. Also das ganze Dach hier hält durch Schwerkraft, aber wir das ja auch nicht um 180 Grad drehen. Dafür sind die Dinge aber auch nicht gebaut. Bis jetzt sieht das sehr, sehr gut aus. Die Passgenauigkeit ist wieder erwarten wirklich gut. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Ich habe noch einen ganzen Berg Steine über. So, fertig. Das sind die Teile, die übrig sind. Das blaue Ding nicht. Kennt ihr, das ist dieses Bügelperlen-Aufnupsel-Ding. Da habe ich gefühlt eine halbe Tonne von Steinen über. Aber darum dreht sich nicht. Fangen wir mal von der Rückseite an. So, schöner Rücken kann auch entzücken. Ein Riesenbaum da gebaut. Ja, der sieht sogar noch einigermaßen gut aus, finde ich. Ich habe schon Schlimmeres gebaut. Mag ich leiden. Passt da auch schön hin. Ich war auch die ganze Zeit am Überlegen, warum da so ein Loch geblieben ist. Jetzt weiß ich's. Kommt der Baum hin. Also auch die Rückseite schön mit vielen Details versehen. Tja, der eigentliche Gussofen von der Rückseite. Schön dieses Fachwerk, mal was anderes. Gefällt mir sehr gut. Und auch hier, da liegt dann schon mal eine kleine und eine größere Glocke fertig rum, bereit zur Abholung. Das Fachwerk setzt sich hier fort. Und dann kommen wir hier zur eigentlichen Glockengießerei. So in etwa soll man sich die bestimmt angucken. Ja, schönes Dach, die einzelnen Details innen drin habe ich ja schon mal kundgetan. Es erfolgt gerade ein Guss. Und dann die hinten, wie die Glocke gemacht wird und hier das, wo das reingeht. So. Also, mir gefällt das ausgesprochen gut. Oh, zumal zum Preis von 79,95. Teurer sollte es nicht mehr werden. Was mir fehlt, sind natürlich Minifiguren. Hier gehört der Gussmeister hin, auf jeden Fall. Da die Glocken meistens was Kirchliches sind, Blubricks könnte das bringen, andere vielleicht nicht. Irgendwie ein Pfarrer oder ein Priester gehört dahin. Da gehört eine Gemeinde, die den Guss mit beiwohnt bei. Also mit Figuren wäre das noch besser. Also das Modell als solches ist schon sensationell. Und mit Figuren wäre das eine Eins mit Sternchen. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann Figuren. Und ich muss als nächstes ein bisschen meine Anlage abbauen und umbauen. Ich hatte ja mal gesagt, der Bahnhof bleibt. Nee, der Bahnhof kommt jetzt weg, weil da soll das schöne Modell hin. Und dann habe ich mal gerade geguckt, welche Bestellnummer der Bahnhof hätte. Kann das sein, dass bei Blue Bricks, beziehungsweise jetzt Eisenbahn heißt ja nur noch Bricks, dass da der Bahnhof gerade nicht im Programm drin ist? Also falls einer einen Bahnhof braucht, grob zerlegt, ich habe noch einen.